Hallo! Heute ein ganz besonders fröhliches Willkommen in diesem Video. Heute ist Kindertag und ich, mir war es ganz wichtig, da heute ein Video für zu machen, weil das innere Kind ist so, so wichtig für mich und für alle Menschen, dass es unserem inneren Kind gut geht und dass wir uns gut um das innere Kind kümmern. Und heute am Kindertag, finde ich, ist es doch wunderbar, dem ein bisschen Aufmerksamkeit zu schenken. Und ich habe drei Dinge vorbereitet, die ich in meiner Kindheit immer gemacht habe, die ich gerne mit dir teilen möchte. Und vorher möchte ich dir aber eine kleine Geschichte erzählen, die mich sehr inspiriert hat und mich nachdenklich gemacht hat. Und ja, vielleicht ist es auch was für dich, wo du dich wiederfindest. Und zwar geht die Geschichte so, dass die Eltern ihr Kind in die Schule bringen. Es ist kommt in die erste Klasse und die Kinder, die Eltern begleiten das Kind bis zum Eingangstor und dann geht es so in die Schule rein und erlebt ihren ersten Tag. Die nennen wir sie mal Sophie. Sophie erlebt ihren ersten Tag und freut sich total, erlebt ganz viel und ist ganz aufgeregt und so. Und am Ende des Tages stehen beide Eltern, Mama und Papa, wieder am Tor. Und Sophie ist so begeistert und aufgeregt und will teilen, was sie erlebt hat, dass sie auf ihre Eltern zurennt und die Arme aufreißt. So, die Arme aufreißt. Und ja, die Eltern öffnen auch ihre Arme und nehmen sie in Empfang und freuen sich. Und das ist der Lebensfunke, der in jedem Einzelnen von uns steckt. So diese Freude, dieses Losrennen, dieses spontane Rauslassen der Gefühle, der Emotionen, die so in uns sind. Dann mit der Zeit, mit den Monaten, kriegt Sophie gesagt, dass sie doch nicht rennen soll. Sie wird erzogen, sie soll sich schön ordentlich wie die anderen Kinder in eine Reihe stellen und langsam und gesittet auf die Eltern zugehen. Und Sophie ist ein liebes Mädchen und geht ganz ordentlich und langsam auf die Eltern zu, wenn sie sie wieder abholen. Ja, und das ist das, was in der Erziehung passiert, im Schulsystem passiert, dass dieser Lebensfunke immer mehr erlischt. Wir lernen, wie wir uns zu benehmen haben, wie es richtig ist. Und diese sprudelnde Lebensfreude, die da in uns ist als Kind, die erlischt immer mehr. Und ja, irgendwann sind wir dann erwachsen und haben uns immer mehr angepasst. Und ja, auf einmal fehlt uns irgendwie die Freude und dieser Lebensfunke, ja, dieses Sprühende. Und wir haben alle Mühe, diesen Funken wiederzubeleben. Und heute ist der Tag, das zum Beispiel zu tun, das zum Anlass zu nehmen, Dinge spontan zu machen, dem ersten Impuls zu folgen, auf jemanden zuzurennen, jemandem zu sagen, wie sehr man ihn mag oder was auch immer. Ich habe dir drei Sachen vorbereitet, die ich in meiner Kindheit gemacht habe, die zum Teil verboten waren oder die mir einfach Freude gemacht haben und wo ich nicht drüber nachgedacht habe, wie das jetzt bei anderen ankommt. Und ja, lass dich überraschen. Hier kommen die drei Dinge. Habe ich einen ganz schön diesigen Kopf.
Ja, jetzt hast du gesehen, die drei Dinge, dass ich halt gerne den Berg runtergerollt bin, dass ich meinen Rock so hoch gedreht habe, wie es nur konnte. Jetzt habe ich leider gerade auf Reisen nicht so einen weiten Rock, sodass es nicht so hoch geflogen ist, aber ich hoffe, es kam trotzdem rüber, worum es mir ging. Und die dritte Sache, Bettspringen. In fremden Betten springen, das dürfte man ja eigentlich nicht, weil die Bettfedern kaputt gehen und so, ne? Aber hat man trotzdem gemacht als Kind. Ja, weil es so viel Spaß gemacht hat, sich da reinfallen zu lassen und so hoch zu hopsen. Und ja, also, schreib doch mal in die Kommentare, was deine drei Dinge sind, die du in der Kindheit immer gern gemacht hast. Und vielleicht willst du sie ja heute nochmal ausprobieren. Also, ich wünsche dir alles, alles Liebe. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Video einschaltest. Gib mir gerne einen Daumen nach oben. Wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, dann mach es doch. Und ja, ich wünsche dir, dass das innere Kind in dir heute, zumindest heute, vielleicht auch in der nächsten Zeit, wieder zum Vorschein kommt und strahlen kann und sich freuen kann. Also, lass den Lebensfunken wieder raus und ja, bereite dir selbst und der Welt eine Freude. Ciao! Jetzt ist die Kamera runtergeplumpst. Ganz schön wild.